Hallo zusammen, heute zeige ich euch die Technik, ein Technikvideo von einer einbeinigen Kniebeuge, mehr oder weniger einbeinigen Kniebeuge. Es hat viele Komponenten, diese Praxis hat viele Komponenten. Einerseits verbindest du kontralateral dein rechtes Bein mit dem linken Arm, deinen rechten Fuß mit der linken Hand. Andererseits, durch das Öffnen der Beine öffnest du deine Hüften und durch diese Praxis, dadurch, dass du sehr viel Energie generierst im Oberschenkel, öffnen sich auch die Hüften viel besser. Das ist so die eine, also das ist jetzt rechte Bein, das gleiche passiert auf der anderen Seite, linke Fuß, linke Bein mit dem rechten Arm. Und andererseits ist es so, dass du lernst, kontralateral ganz im rechten Fuß und in der linken Hand zu sein und du dich dann auf der linken Seite so weit zusammenziehst, dass du ganz in deiner Mitte, in deinem Kanda konzentriert bist, auch von deinem Fokus, von deinem Geist. So, lange Rede, kurzer Sinn, stehe ich einfach mal auf und zeige ich das. Also hier steht, wenn ihr euch breitbeinig hinstellt, sodass die Knie über den Fußgelenken sind, streckt ihr einfach die Beine und dann dreht ihr die Fersen nach außen und dann einmal die Vorderfüße nach außen. So, jetzt habt ihr ungefähr die Breite, die ihr braucht. Dann streckst du die Arme aus und spürst einfach mal rechte Fuß, linke Hand, linke Fuß, rechte Hand. So, das sind die beiden Verbindungen. Rechte Fuß, linke Hand. Linke Fuß, rechte Hand. So. Jetzt geht es darum, in deiner Mitte dich zu konzentrieren. Ich gehe mit dem rechten Fuß und der linken Hand, dehne ich mich aus auf dieser Seite, auf dieser kontralateralen. Und jetzt macht ihr Fäuste. Und dafür macht ihr erst die Finger, dann den Daumen, jetzt die Hand als Faust, dann die Faust einknicken, dann den Arm einknicken, dann die Ellenbogen vorne zusammen, nachher ist das fließend und jetzt ziehe ich mich auf meiner linken Seite zusammen, ich ziehe mich so weit auf meiner linken Seite zusammen, dass ich wieder hochkomme von dort, ohne das Bein einzuknicken und ich strecke mich in den linken Fuß und die rechte Hand. Fäuste zusammenziehen, rechte Bein und du gehst so weit runter, dass du wieder hochkommst vom Fuß beginnend. Also das Hochkommen sieht so aus, dass du den Fuß beginnst, dann streckst du dich da rein und streckst du dich da rein und streckst du dich von dem rechten Fuß in die linke Hand. So, dann ziehst du dich wieder zusammen. So, jetzt gehen wir mal in die Konzentration der Mitte. Du ziehst dich in deiner Mitte zusammen, in deiner Mitte. Um dich dann vom linken Fuß in die rechte Hand auszustrecken und auf der rechten Seite dich zusammenzuziehen. Das geht mit der Zeit immer tiefer und immer mehr, aber der Fokus liegt darin, dass du natürlich auch wieder dich ausstrecken kannst. Kontralateral, rechter Fuß, linke Hand, linkes Bein einknicken. Sich ganz zusammenziehen, zusammenzuziehen, zusammenziehen, zusammenziehen, ausdehnen. So, wie weit du tief kommst oder wie weit du dich ausdehnen kannst, ist gar nicht wichtig. Das kommt mit der Zeit, indem du es machst. Was wichtig ist, dass du dehnst dich so lang aus, wie du das Gefühl hast, du dehnst dich aus. Ich ziehe mich zusammen, ansonsten ist es einfach nur Tanz oder Fitness oder was auch immer. Du ziehst dich zusammen, dein Fokus geht in die Mitte und du ziehst dich so lange zusammen, wie du merkst, dass da noch ein Zusammenziehen ist, um dich dann auszudehnen. Aus und auch die Finger, die Hände, die Arme, die Ellenbogen, du ziehst dich ganz zusammen und dein linkes Bein, in dem Fall links, dehnt sich aus,
dehnt sich aus auf der rechten Seite. Das kann auch so sein. Wie tief du kommst, wie gesagt, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du ausgedreht bleibst, dass du so weit runter gehst, ohne dass das Bein kollabiert und du vom Fuß her gehst. Fuß, Wade, Oberschenkel, Bauch, in den linken Arm, Faust, zusammenziehen, auf der Seite sich zusammenziehen, 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 zusammen, ausdehnend. Okay.